Ja, hallo. Schön, dass Sie da sind. Ich wünsche Ihnen für das Jahr 2018 nochmals auch an dieser Stelle alles erdenklich Gute, viel Erfolg, viel Glück, viel Zufriedenheit, aber insbesondere eben auch Gesundheit, denn das ist ein Gut, was man sich nicht kaufen kann und da muss man wirklich froh sein, wenn man gesund und munter durchs Leben gehen kann. Also wie gesagt, alles, alles Gute. Ja, ich möchte Ihnen natürlich berichten, logischerweise traditionell im Januar alle Neujahrsempfänge. Ich war mittlerweile in Rheingönheim, in Maudach, das ist natürlich mein Heimat-Neujahrsempfang. Dann war ich in Oggersheim, ich war auf dem Neujahrsempfang Oppau, Pfingstweide, Edigheim, natürlich auf dem Neujahrsempfang der Stadt Ludwigshafen. Und das, was sich durch alle Neujahrsempfänge durchträgt, ist in der Tat so, dass wirklich immer diese Zuversicht ins neue Jahr gewünscht wird und eben auch diese guten Glückwünsche ankommen. Und das ist eine wichtige Sache. Es ist natürlich auch so, dass die Neujahrsempfänge dafür genutzt werden, dass man örtliche Themen anspricht, wie vorhandene Baustellen oder den Bedarf zum Beispiel in Maudach, dass wir bei unserer Buchfestanlage noch irgendwie so eine Schallschutzmaßnahme brauchen. Das sind wichtige Dinge für die Bürger vor Ort und da ist auch der Neujahrsempfang so nochmal ein richtiger Zeitpunkt und ein richtiger Ort, um über Erledigtes, aber eben auch Zukünftiges zu sprechen. Ja, dann war ich gestern auch auf unserem Prinzenempfang von der CDU. Die CDU lädt von Rheinhessen-Pfalz immer zum Prinzenempfang ein. Ich habe mich sehr gefreut, dass die Oberauer Dampfnudeln mit ihrer Prinzessin Corinna der Ersten, dass die Mundenheimer Göckel mit ihrem Prinzenpaar Andrea der Ersten und Alex dem Ersten dabei waren und auch meine Glücksritter aus der Gattenstadt. Da war leider die Prinzessin Angelina die Erste erkrankt, beziehungsweise ihr Sohn, aber die Delegation war mit dabei. Das war eine tolle Sache und die ganze Veranstaltung war auch wirklich mit hochkarätigen Beiträgen besetzt. Das war ein sehr, sehr schöner Nachmittag beziehungsweise Abend. Ja, wo Sonne ist, da ist natürlich auch Schatten. Wir hatten im Ausschuss für Integration, Jugend, Familie und Verbraucherschutz natürlich diesen sehr bedrückenden Fall von Kandel. Unser Beileid und unser Denken geht natürlich auch an die Familie, die jetzt mit der Situation zurechtkommen muss. Daraus ergibt sich natürlich auch Diskussionsbedarf. Wir haben in diesem Ausschuss sehr, sehr lange über die Altersfeststellung bei minderjährigen Jugendlichen gesprochen. Und wir sehen, dass das Bundesgesetz konsequent durchgesetzt werden muss und umgesetzt werden muss. Das heißt, beim kleinsten Zweifel am Alter des minderjährigen Flüchtlings muss eine medizinische Altersfeststellung durchgeführt werden. Ich glaube, das ist der richtige Weg. In Rheinland-Pfalz gibt es auch drei zentrale Jugendämter, die sollten diese Aufgabe übernehmen, bevor ein Jugendlicher überhaupt in die Kommune kommt und das Jugendamt vor Ort vielleicht damit überfordert ist. Das wäre der richtige Weg. Wir werden dieses Thema auch in der Plenarsitzung nächste Woche intensiv diskutieren. Es wird aber auch um viele andere Themen gehen, zum Beispiel auch um die Kulturförderung, die wir ja nach vorne bringen wollen. Ja, ansonsten gibt es auch noch Neujahrsempfänge, immer noch, die ich natürlich besuchen werde und jede Menge Fastnachtsveranstaltungen, Prunksitzungen, auf die ich mich auch sehr freue. Insofern wünsche ich Ihnen eine gute fünfte Jahreszeit, viel Spaß und für alle Nicht-Fastnachter trotzdem eine gute Zeit und ja, bis zum nächsten Video. Bis dann.